Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute habe ich euch zwei verschiedene Telefonate mitgebracht. Das erste Gespräch ist, ja, wie so üblich, mit den Trading-Abzockern. Ja, die haben ja allerdings ein sehr, sehr schlechtes Mikrofon. Im zweiten Gespräch geht es wieder um die Tablettenbestellung auf der unseriösen Tablettenwebseite, nachdem man angerufen wird, obwohl man gar nicht weiß, dass man gleich angerufen wird. Hier geben wir gleich mal eine Großbestellung auf. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Informationen, wo ihr besser nicht euer Geld einzahlen solltet. Hallo? Ja? Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Gustav Gott? Ja? Ich heiße Mia. Wie geht es Ihnen erstmal? Geht es Ihnen gut? Ja? Es freut mich. Ich heiße Mia, wie ich habe gesagt. Ich melde mich von der Firma Forex Time, weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Es geht hier über Online-Trading und ich werde ein paar Informationen erstmal geben. Aha. Okay. Ich bin Ihre Kontomanagerin und werde Sie da helfen, um das Konto zu aktivieren. Aber erstmal sage ich Ihnen die Informationen und danach Sie können da selber entscheiden. Okay? Aha. Okay. Okay, Herr Gott. Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Forex, Rohstoffen, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer mit 12 Jahren internationaler Arbeit. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen wird die Arbeit einfach machen. Als neuer Kunde bei uns bekommen Sie natürlich auch einen kleinen Bonus als Unterstützung. Sie können Ihren Account aktivieren ab 250 Euro, das kleinste Betrag. Falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 200 Euro Bonus und Sie starten Ihren Account mit 700 Euro Bonus. Das ist eine Option, die Sie profitieren können, aber das entscheiden Sie sich selber. Wir haben gemeinsam Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch die Kommissionen, nicht von Ihrem Geld oder Profit. Wir gewinnen ungefähr 3-5%, deswegen funktioniert dieses Geschäft schon lange Zeit. Wir wollen mit dem Kunden langfristig handeln, da liegt unser Interesse. Sagen Sie mir, wie finden Sie das? Finden Sie das gut? Aha. Ja, ja oder nein? Mögen Sie auch Schnitzel? Wie bitte? Mögen Sie auch Tomaten? Ja, möge ich. Kannst du mir geben? Ja. Okay. Haben Sie in der Garten? Was? Haben Sie Tomaten in der Garten? Habe ich nicht verstanden. Wo kriegen Sie diese Tomaten? Wo kriegen Sie? Was denn? Was haben Sie zu mir gesagt? Was meinen Sie? Haben Sie mir gesagt, mögen Sie Tomaten, oder? Nee. Ja, warum lügen Sie jetzt? Herr Gustav. Ja? Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? Ich verstehe das nicht, was Sie sagen. Das klippt so. Und warum lügen Sie? Was? Ich habe Ihnen gesagt, wie alt sind Sie? Machen wir nicht wie ein Kind, bitte. Sie brüllen so laut ins Telefon, dass man Sie nicht versteht. Ich habe Ihnen gesagt, wie alt sind Sie? Ha, verstehen Sie es? Sie müssen mal Ihr Mikrofon anders einstellen. Das klippt. Das übersteuert ganz spitz. Nochmal, hören Sie es? Nee, Sie übersteuern. Man hört Sie ganz schlecht. Wie alt sind Sie, Herr Gustav? Herr Kotz? Ist noch nichts besser. Klippt. Ihr Mikrofon klippt. Das ist zu... entweder reden Sie da zu laut oder es ist zu laut eingestellt. Okay, hören Sie jetzt mich besser? Ja, jetzt ist besser. Oh, es freut mich. Ich habe Ihnen gefragt, wie alt sind Sie? Wie alt? Ja. Warum wollen Sie das wissen? Weil ich will das wissen. Wenn Sie wollen, sagen Sie mir nicht. Das ist gar kein Problem. Ja, dann verbleiben wir so. Okay. Und was haben Sie mir in vorne gesagt? Im was? In vorne? Was ist das? Sie haben mir gesagt, mögen Sie Tomaten, oder? Nee. Was haben Sie gesagt? Ich weiß ja nicht, was Sie meinen. Ich habe Ihnen gefragt. Wenn ich fertig mit den Informationen, ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Hallo? Ich habe Ihnen gesagt, hören Sie.
Nicht ganz schlecht. Ihr Mikrofon ist wieder schlecht eingestellt. Oh Mann, also verwirrt bekommen wir die nette Tante ja auf jeden Fall. Mich wundert ja jetzt hier schon wieder, dass die überhaupt noch die ganze Zeit am Telefon bleibt. Warum auch nicht? Aber auf jeden Fall, das Mikrofon von dieser netten Mitarbeiterin ist ja wirklich mal allererste Sahne. Da haben sie sich ja wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, ganz vernünftige Mülltechnik zu kaufen. Ich weiß nicht, ob sie das direkt vom Grobmüll gesammelt haben, das Mikrofon da, aber es ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Vermutlich, weil sie hier wirklich einfach das Mikrofon viel zu nah am Mund hat und einfach viel zu laut gleichzeitig ins Mikrofon reinbrüllt. Es kann aber auch sein, dass einfach nur die Technik da Schrott ist, die sie da verwenden in dem Callcenter. Das machen die nämlich auch gerne, also Schrotttechnik verwenden. Denn für den Fall, dass die Callcenter mal irgendwann hops genommen werden sollten, ja, wäre es ja ungünstig, wenn man da denn vernünftige Technik benutzt. Und aus diesem Grund benutzen die meistens ganz, ganz alte Technik, um für den Fall, dass das Callcenter mal hops geht, ja, eben die alte Technik dort liegen zu lassen und nicht noch jede Menge Geld in neue, vernünftige, teure Technik investiert haben. Hören Sie jetzt? Jetzt ist wieder besser. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Was? Wie finden Sie das? Was finde ich? Ich habe Ihnen die Informationen gegeben und ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Finden Sie das gut oder nicht? Ja, habe ich ja nicht verstanden. Ihr Mikrofon hat ja immer übersteuert. Okay, dann machen wir so. Ich sage Ihnen nochmal. Kein Problem. Ja. Okay. Ja. Wissen Sie, was Online-Investitionen ist? Ja. Okay. Möchten Sie in Online-Investitionen investieren? In Investitionen investieren, wie geht denn das? Ja. Ja, ich habe Ihnen erklärt, aber Sie haben mir nicht gehört. Erstmal, Sie investieren 250 Euro, wenn Sie haben eine Kreditkarte oder Online-Banking. Sie investieren 250 Euro, das kleinste Betrag. Und falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 250 Euro. Herzallerliebst. Also hier hört man ja schon wieder direkt raus, dass es echt nur darum geht, dass man da möglichst schnell sein Geld einzahlt und Fragen sollte man nicht stellen. Technik wird nicht in Ordnung gebracht, obwohl der Kunde die ganze Zeit darauf hinweist, dass das Mikrofon hier wirklich furchtbar ist und man sie kaum versteht. Ja, anstatt das dann einfach noch vernünftig nochmal zu wiederholen, in einer vernünftigen Gesprächstemperatur, die man auch ertragen würde, brüllt sie einfach weiter ins Telefon und wird sogar noch patzig. Es ist schon irgendwie lustig, dass sie da nicht mal Lust hat, vernünftig noch Geld zu verdienen. Ich meine, dass das alles Betrug ist, ist ja eigentlich klar. Brauchen wir ja nicht weiter ausführen. Aber wenn man hier was verkaufen will, beziehungsweise vom Kunden Geld haben will, finde ich, sollte man schon irgendwie vernünftig auch mit dem Gegenüber umgehen. Tja, aber das können die alle irgendwie nicht. Und Sie starten Ihr Account mit 57 Euro. Haben Sie mir bis jetzt verstanden? Nicht so richtig, weil ich verstehe den Sinn nicht ganz. Was soll man da mit 500 Euro machen? Sie investieren 250 Euro da 500 Euro und danach. Ich verbinde Ihnen mit einem Finanzexperten und Sie machen das weiter. Sie verdienen Geld. Wissen Sie, wie das geht über Bitcoin? Haben Sie gehört über Bitcoin? Ja, aber worin investiere ich denn? Ja, ich habe Ihnen gesagt, benutzen Sie eine Kreditkarte oder Online-Banking? Ja, ich verstehe aber noch nicht, wofür ich das jetzt alles brauche. Was habe ich denn davon? Um Geld zu verdienen. Geld zu verdienen. Wissen Sie, was Bitcoin ist, oder? Ja. Wissen Sie, wenn Sie Geld investieren, Sie verdienen mehr. Der Kapital verdoppelt. Ihr Mikrofon ist jetzt wieder schlecht eingestellt. Hören Sie besser? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, schön. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie 250 Euro investieren, in 2 Wochen der Kapital verdoppelt und Sie werden Geld verdienen. Wissen Sie? Ich weiß nicht, was Sie da mit Ihrem Mikrofon machen, aber die Qualität wird irgendwie ständig immer schlechter. Entweder brüllen Sie da zu laut ins Mikrofon oder Sie haben da irgendwas verkehrt eingestellt. Nein, ich habe nichts gemacht. Jetzt ist wieder besser. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, Sie investieren 250 Euro in 2 Wochen oder am Ende des Monats. Und worin investiere ich? Am Bitcoin, Kryptowährung, Öl, Gas, wir haben 2000 verschiedene Märkten. Wo Sie wollen? Wollen Sie beim Gas investieren? In Gas? Ja, am Gas. Weil heute ist Gas so viel Geld, wissen Sie? Nee, Gas so viel Geld verstehe ich nicht. Ein Moment. Ja. Wissen Sie, was, wie Bitcoin geht?
Was? Bitcoin. Was ist damit? Bitcoin. Wissen Sie, was Bitcoin ist? Die Frage haben Sie doch jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Mal im Laufe des Gesprächs gestellt. Und da habe ich auch schon jedes Mal geantwortet. Ja, aber so geht das. Sie investieren 250 Euro beim Gas oder... Also wenn ich 250 Euro in Gas investiere, dann bekomme ich dann Bitcoin für, oder wie? Nein, Sie bekommen Geld, mehr Geld. Verstehen Sie? Warum bekomme ich da mehr Geld? Weil Sie investieren Geld. Das Geld wie Bitcoin. Wenn Sie Geld investieren, Sie verdienen Geld. Ich dachte in Gas, aber... Ja, wenn Sie Geld im Gas investieren, dann Sie verdienen Geld am Gas. Also sind Sie, Sie kriegen Gas, Sie kriegen Gas, Sie kriegen mehr Geld in 2 Wochen oder 3 Wochen und so. Aber warum bekommt man denn da mehr Geld? Weil Sie mehr Geld investieren und Sie bekommen mehr Geld. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wissen Sie, wie Bitcoin geht? Wissen Sie? Ja, also Ihre Erklärungen lassen ja wirklich zu wünschen übrig. Wenn Sie Geld investieren, bekommen Sie mehr Geld. Das ist die Antwort darauf, wie das funktioniert. Wenn Sie Geld investieren, bekommen Sie mehr Geld. Also ich weiß nicht, was sie damit jetzt eigentlich von sich geben will. Also es ist doch nur gequirlte Scheiße, was die da von sich geben. Das macht doch nicht mal Sinn. Also ich meine, klar, wir wissen letztendlich im weitesten Sinne, wie das Ganze nachher funktioniert. Man investiert ja da in ein Produkt, aber das erzählt die ja nicht, wie das Ganze nachher abläuft. Ich frage ja hier nach dem Ablauf. Was habe ich denn davon? Wie funktioniert denn das genau? Kann die das nicht beantworten? Ich meine, ich dachte, die ruft von irgendeiner Trading-Firma an. Dann ist das doch eigentlich ihre Aufgabe, mir diese Fragen zu beantworten. Wenn sie ja eigentlich anruft, um mir zu helfen. Ja, das Einzige, wo sie mir eigentlich wirklich helfen will, ist mir Geld abzuknöpfen. Das ist ja schon mal klar. Ich meine, sie reitet ja auch die ganze Zeit darauf rum. Sie will eigentlich nur an die Kohle. Alles andere ist für diese Mitarbeiter vollkommen unnötig und jede Frage, die man da stellt, ja, zieht ja bloß das Gespräch in die Länge und da haben die keinen Bock drauf. Ja, und die können sich ja scheinbar tatsächlich sogar erlauben, die Kunden eben ja wie Scheiße zu behandeln und einfach die Kunden anzubrüllen, für dumm zu verkaufen, ja, mehr oder weniger auch zu sagen und zu beleidigen. Letztendlich, ja, müssen die genug Datensätze haben, dass sie das, was die haben, auch letztendlich noch verbrennen können. Also wenn man jetzt mal von einem vernünftigen Unternehmen ausgeht, dann gehe ich doch mit den Daten, die ich habe, möglichst schonend und vernünftig um, damit ich die nicht noch verbrenne. Also so wie die mit mir umgeht, habe ich ja schon keinen Bock mehr, mit der irgendwie zu arbeiten. Aber es scheint die ja irgendwie nicht zu kapieren. Ich kann nur immer hoffen, dass in den allermeisten Telefonaten das so ist. Bei uns auf dem Kanal ist es ja meistens so. Ich kann immer nur hoffen, dass es aber auch die Leute trifft, wo eben extern angerufen wird, was jetzt hier nichts mit dem Projekt zu tun hat. Denn so sollte wenigstens auffallen, dass da irgendwas ja nicht mit rechten Dingen zugeht. Zumindest sollte man sich wenigstens so unsympathisch sein, wenn man es hier noch nicht gecheckt hat, dass das Betrug ist und dass man da einfach keine Lust mehr zu hat, irgendwo Geld einzuzahlen. Wissen Sie, wie Bitcoin geht, oder? Sie sind so laut, dass man sie nicht hört. Das Mikrofon klippt. Ich habe Ihnen gefragt, wissen Sie, wie Bitcoin geht? Wie das sie geht? Investieren. Ja, wissen Sie, wie das geht? Nee. Ja, ich habe Ihnen gesagt, Sie investieren 250 Euro bei Bitcoin. Aber ich dachte in Gas. Ja, ist gleich wie am Gas, wie beim Bitcoin, wie beim Kryptowährung, wie beim Oil. Also ist Bitcoin ein anderes Wort für Gas? Wo Sie möchten, Sie haben 2000 verschiedene Marken. Merkel, 2000 mal die Merkel. Merken. Sie haben 2000 verschiedene Merken. Aber was soll ich denn mit der Merkel? Sie verdienen Geld, habe ich Ihnen gesagt. Mit der Merkel dann, oder wie? Ein Moment. Ja. Wissen Sie, Gas ist in letzter Zeit weil wir haben so... Ein Moment, ich erkläre Ihnen. Gas ist in der letzter Zeit kriegensbedingt gesteigen und wir haben eine weniger Geld. Sie investieren und verdienen Geld. Wissen Sie? Verstehen Sie? Was meinen Sie denn? Wenn Sie weniger Geld haben, um Gas zu buyen, Das ist schlecht. Hallo? Ein Moment. Wenn Sie möchten, ich kann auch mit einem Finanzexperte verbinden und er kann Ihnen alles erklären, okay? Aha. Wollen Sie? Meinetwegen, wenn da jemand mit einem besseren Mikrofon ist, ist das schon mal vom Vorteil. Ja, mit einem besseren Mikrofon. Kann ich bitte 2 Minuten mit einem Finanzexperten verbinden?
oder mit meiner Managerin, kann ich bitte mit einer Finanzexpertin arbeiten? Sie wollen jetzt was? Kann Sie wollen ich bitte? Mit der Finanzexperten arbeiten? Nein, nein. Haben Sie aber gesagt? Nein. Ich habe Ihnen gesagt, wollen Sie mit einer Finanzexperten sprechen? Habe ich ja und gesagt, verjagt. Kann... Wie bitte? Habe ich doch verjagt. Kann ich? Ja. Können Sie bitte 2 Minuten warten und ich sage Ihnen Bescheid. Wie meinen Sie das? Ein Moment, warten Sie. Nur 1 Sekunde, okay? Aha. Ein Moment. Die Sekunde ist dann rum jetzt. Hallo? Hallo? Ist da noch einer dran? Hallo? Hallo? Ja? Begrüße Sie. Herr Gustav? Ja? Begrüße Sie, Alexander Künzel hier am Apparat. Wo liegt das Problem eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Die Kollegin hat gesagt, sie überholt jetzt jemanden. Okay, Sie haben doch eine Anmeldung gemacht und haben Interesse gezeigt an unserem Markt eigentlich. Und deswegen hat Ihnen meine Kollegin angerufen. Ja. Okay. So, wie sieht's denn aus? Haben Sie Erfahrungen? Was ist denn passiert? Wollen Sie investieren? Was wollen Sie erreichen? Können Sie mal was von sich erzählen? Was soll ich denn von mir erzählen? Ihren Interessen. Was sind Ihre Interessen? Verstehe ich nicht. Müssen Sie arbeiten? Müssen Sie handeln? Müssen Sie traden? Müssen Sie was erreichen? Müssen Sie Geld gewinnen? Ja oder nein, ist die Frage. Ja, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ich habe ja die Kollegin... Es geht hier um Trading, es geht hier um Börse, es geht hier um Währungen, es geht um Forex, Indivisien, Rohstoffen, Börse. Die Kollegin sagte, wenn da jetzt jemand anderes kommt, hat der ein besseres Mikrofon, aber man versteht sie immer noch schlecht. Flip. Okay, verstehen Sie mich jetzt vielleicht besser? Nee, es ist übersteuert ganz doll. Es ist viel kann man mich jetzt hören? Hallo? Jetzt höre ich also, gar nicht. Herr Gustav, ich glaube, Sie können mich doch bestimmt verstehen, oder? Ja, aber schlecht, das Mikrofon übersteuert. Ja, okay, wir sagen jetzt schlecht oder gut, egal, relativ jetzt, wir hören uns einfach so, wie es ist. Ich möchte nur eins wissen, wollen Sie Geld verdienen, wollen Sie was erreichen mit uns, ja oder nein, weil ich verstehe mein... Wie bitte? Ich verstehe kaum, was Sie sagen, weil die Qualität Ihres Mikrofons ganz schlecht ist. Ah, also dann ficken Sie sich doch bitte. Sind Sie doof? Okay, dann wünsche ich Ihnen einen... Ich glaube, irgendwas scheint in Ihrem Oberstübchen nicht ganz zu funktionieren. Ja, deine Mutter ist eine Hure, verstehen Sie das? Deine vielleicht, ja. Ah, du kleiner Bastard, Alter. Versuch uns nicht zu verarschen, Sie Idiot, Mann. Was? Hurensohn. Also, ja, das sind die Anrufe vom Finanzmarkt, die seriösen Trading-Betrüger. Ja, die genauso wirklich drauf sind und nur das halt die ganze Zeit ein bisschen zurückgehalten haben, weil sie ja Geld verdienen wollen. Aber nett war das gesamte Gespräch nicht. Ich weiß nicht, wie man so auf die Idee kommen kann, Geld zu verdienen. Also, was soll das? Ich meine, da hinterlässt man doch nur verbrannte Erde. Der nächste, der da anruft vom Finanzmarkt, hat's definitiv dann nicht einfacher, wenn man solche Leute an der Leitung hat. Ich weiß immer nicht, was das soll, was die sich damit einbilden oder wer die denken, dass die, wer die ausgeschissen hat. Also es ist doch einfach nur der absolute Abschaum, der da anruft. Also von Benehmen haben die noch nie was gehört. Und ich meine, die Mikrofonqualität war ja wirklich die gesamte Zeit absoluter Schrott. Und das habe ich denen auch einfach nur gesagt. Und das ist jetzt Grund genug, mich zu beleidigen als Kunde? Also ich weiß ja mal auch nicht, aus welchem Elternhaus die ausgepresst wurden. Wahrscheinlich wurden die zu Hause einfach viel zu oft verprügelt, dass die einfach gar nicht mehr wissen, wie man höflich mit Menschen umgeht. Anders kann ich mir das Ganze wirklich nicht erklären. Einfach nur der absolute Abschaum, der da anruft. Es ist verwerflich, wirklich. Und das Schlimmste ist, dass da Leute tatsächlich wirklich ihr Geld drin versenken. Ich habe euch nun noch ein anderes Telefonat mitgebracht, wo leider auch viel zu viele Leute ihr Geld drin versenken. Eine Webseite, wo man irgendwelche Pillen im Internet bestellen kann, wo man denkt, dass man die auf der Webseite bestellt. Man trägt seinen Namen ein, seine Telefonnummer geht auf Weiter und denkt, man kommt jetzt in den Bestellprozess. Nur stattdessen klingelt jetzt auf einmal das Telefon. Und man hat eine nette Quietschestimme in der Leitung, mit auch einem schönen Akzent, so ähnlich wie das, was wir hier von diesen Trading-Betrügern kennen. Und die wollen uns jetzt noch größere Pakete mit Pillen verkaufen. Womit die nette Betrügerin hier nicht gerechnet hat, ist, dass ich hier gleich eine Großbestellung aufgeben möchte. Die gesamte Geschichte, die jetzt natürlich folgt, ist vollkommen frei erfunden. Was ich mit den Tabletten vorhabe, das ist natürlich logisch und klar. Aber auf YouTube sagt man ja sowas mittlerweile besser dazu, bevor es wieder einer falsch versteht. Und nun viel Spaß mit dem zweiten Gespräch. Ja, hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Lena ist mein Name von der Firma Shop Online. Ja. Es tut mir sehr leid für die Störung, aber ich melde mich wegen der Anfrage des Produkts Norma Dex. Mhm. Wegen die Parasiten, die Sie bei uns gestellt haben, Herr Ludwig Stange. Mhm. So, damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie mir bitte ein paar Fragen zu stellen, darf ich? Na dann los. Wie alt sind Sie bitte? 39. Okay, und welche Ergebnisse erwarten Sie von diesem Produkt erreichen, von Normadex? Weiß ich nicht, was kann man denn da für Ergebnisse erreichen? Also, ich erkläre Ihnen alles, Herr, aber habe ich gefragt über Ihr Problem, weil Sie haben ein Problem, deswegen haben Sie diese Frage bei uns gestellt, ja? Nee, ich wollte bloß die Tabletten haben. Ich bestelle öfters welche. Sie wollen nur das Produkt probieren, meinen Sie? Nee, ich nehme das ja nicht für mich selbst. Also, für welche Person haben Sie das? Für mehrere. Das mache ich einfach mit ins Essen rein. Mhm. Ja. Sie bezahlen das Produkt oder die andere Person? Nee, das bezahle ich. Als Geschenk, meinen Sie. Das bedeutet, so sagen, Sie wollen nur das Produkt bestellen, ne? Ja, genau. Okay. Wie viele Packungen bitte? Weiß ich nicht, wie viel kann man denn da nehmen? Also ich habe ja grundsätzlich vor, das mit ins Essen reinzukippen. Da, das ist ungefähr für 10 Personen. Wie viel brauche ich denn da an Packungen? Also, das ist für 10 Personen. So, Herr, wir haben zwei Angebote für Sie dann. Das erste Angebot ist das volle Programm aus den 6 Packungen. Das ist günstiger für Sie. Ja. Wo Sie bezahlen heute, falls Sie sind eine neue Kundin bei uns, nur für 4 Packungen mit 50% Rabatt. Das und 2 weitere Packungen bekommen Sie gratis. Ja, als Dankeschön bei uns, okay? Mhm. Insgesamt, das kostet 156 Euro. Oh ja, das geht ja. Das ist die 6 Packungen. Mhm. Okay. Möchten Sie vielleicht zweimal dieses Programm bestellen? Ja, können wir zweimal machen. Aber wie macht man die Tabletten am besten klein? Kann man die einfach so direkt in den Mixer machen oder lösen die sich von alleine zum Beispiel in Suppe auf? Wie bitte? Na, lösen die Tabletten sich alleine in Suppe auf oder sollte man die vorher lieber klein machen mit dem Mixer? Also Sie benutzen zweimal am Tag, benutzen morgens und abends mit 100 Milliliter Wasser, okay? Und wenn ich das jetzt aber nur einmal am Tag mache, das Essen, dann kann man dann auch die doppelte Menge da einfach reinkippen? Ja, kein Problem, weil das ist ein Naturprodukt und das hat keine Kontraindikationen. Aber okay. Besser ist zum Essen auf jeden Fall. Ja, ich mache das also direkt. Also zweimal das volle Programm zweimal kostet 312 Euro. Ja, genau. Und das muss man das mit 100 Milliliter Wasser erst klein machen, ja? Trinken. Das soll ja nicht getrunken werden, das kommt ja ins Essen mit rein. Das will ich ja klein machen. Das ist kein Problem, Herr, habe ich gesagt. Sie können das mit Sauer trinken, mit Wasser, es ist egal. Also wie ist Ihre Name, erst, bitte, Herr? Den haben Sie doch gerade vorgelesen, das verstehe ich jetzt nicht. Warum fragen Sie denn jetzt nochmal nach meinem Namen? Das ist die Familienname. Ja, es bleibt ja so. Lutz die Stange ist die Nachname, Familienname. Und die Vorname? Lutz die Stange, ja. Ach so, den Vornamen brauchen Sie. Ja, das ist Günther. Günther Lutz die Stange. Günther. Ja. Okay, danke schön, Herr. Mhm. Also, die zwei volle Programm, die 12 Packungen, kostet 312 Euro. Ja. Mit Angebot für Sie. Ja, ja, machen wir so. Können Sie mir bitte sagen, was steht auf Ihrer Briefkaste? Na, mein Name, Lutz die Stange. Und auf dem Klingel? Na ja, auch. Sollen da was anderes okay, danke. Das verstehe ich nicht. Postleitzahl, Herr? Das ist die 12055. 12055. Das ist in Berlin. Ja. Und die Straße? Das ist die Braunschweiger Straße 88. Okay. Etwas zum Schreiben haben Sie? Nee. Weil ich gebe Ihnen die Kundenservice-Nummer, damit bei uns in Kontakt zu sein, Herr. Ach so, die brauche ich nicht weiter. Okay. Also, Herr, wie gesagt, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie.
Weil Sie sind eine neue Kunden bei uns, Herr. Sie profitieren als Dankeschön eine weitere Packung Normadex, das gleiche Produkt mit der gleichen Qualität, nur mit 20 Euro mehr. Okay. So, möchten Sie eine Packung mehr haben oder zwei? Dann nehmen wir zwei. Okay, das bedeutet 14 Packungen insgesamt, 352, okay? Ja, das ist gut. Das Produkt, Herr, werden Sie per Kreditkarte bezahlen, ne? Das soll ein Visa oder Mastercard sein. Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee. Okay, dann wenn die Ware kommt zu Hause, Sie bezahlen bei dem Kurier. Es ist kein Problem. Okay, dann machen wir das so. Ich, wenn Sie haben Interesse, Herr, wir haben auch ein anderes Produkt für Sie, Ketone Meta. Es ist ein Gerät, das Ihnen in diesem Zeitraum auch helfen wird, weil Sie können mit dem Fettgehalt im Blut überprüfen, okay? Das garantiert die Progressivität der Wirkung des Produkt Normadex, das Sie bei uns gestellt haben. Sie werden am Anfang das Behandlung messen und jeden sehen Sie den Unterschied, wie das Produkt geholfen hat und wie Ihr Immunsystem gestärkt ist. Mhm. Anstatt 100 Euro, Sie profitieren dieses Gerät nur mit 30 Euro mehr. Mhm. Ja. Möchten Sie dieses Gerät haben? Ja, klar. Wie bitte? Ja, doch. Das muss dazu, das nehme ich. Okay, dann, Herr, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung, damit alles bei Ihnen in Ordnung ist, okay? Also es ist ja wirklich beeindruckend, wie wenig die nette Mitarbeiterin hier zuhört. Ich meine, die Anzeichen stehen ja schon mal nicht so gut, wenn ich ihr erzähle, ich will es einfach irgendwo für 10 Personen mit ins Essen mischen und solche Geschichten. Ist natürlich alles völlig frei erfunden, aber naja. Daran sieht man ja eigentlich, dass das hier überhaupt gar keine Beratung ist. Sobald ich eine Frage stelle, interessiert die Frage überhaupt gar nicht. Und wenn ich sage, ich will hier noch ein bisschen mehr haben, dann hört die ja nicht mal dabei zu. Es ist irgendwie schon beeindruckend, dass man solche Mitarbeiter da ans Telefon setzt. Aber viel beeindruckender finde ich noch, dass die sich ja genauso anhört wie diese Trading-Betrüger. Also das ist einfach nur absolut erschreckend und erschütternd, was da für Leute an die Telefonleitung gesetzt werden, um Pillen zu verkaufen. Ich meine, im besten Fall ist da nur Mehl drin, das heißt, die bewirken überhaupt nichts. Im schlechtesten Fall sind da irgendwelche Substanzen drin, die überhaupt nicht in euren Körper gehören. Das weiß man halt nie, wenn man solche Gespräche mit solchen Tablettenverkäufern da an der Hotline hat. Zumal eigentlich sollte dieses Gespräch ja überhaupt nicht über die Telefonhotline stattfinden. Ich dachte ja ursprünglich, ich kann das Ganze auf der Webseite bestellen. Ich meine, in meinem Fall, da weiß ich es ja natürlich schon, wo ich dann landen werde. Aber ein normaler Kunde sieht es da auf dieser Webseite überhaupt nicht, dass er gleich angerufen wird. Und dann wird man hier gleich dazu gebracht, noch mehr Packungen zu kaufen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man da anruft, damit man einfach ein größeres Paket nimmt. Und nicht nur eine Schachtel mit ein paar Pillen drin, sondern gleich das volle Programm mit mindestens 6 Schachteln. Ja, und das weiten wir jetzt hier natürlich aus, dass wir einfach noch ein bisschen mehr bestellen. Wenn, dann muss man sich ja hier richtig gleich klingeln lassen in der Kasse, damit die sich richtig schön freuen. Nur das Paket, das wird wohl nie ankommen. Ja. Ich habe heute gesprochen mit Gunther Lutsch-Distange. Ihre Bestellung kommt mit DHL Post nach dieser Adresse innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage. Postleitzahl 12055, Land Deutschland, Stadt Berlin, Straße Braunschweigerstraße, Hausnummer 88. Ja. Auf dem Briefkasten steht Ihre Familienname, Lutsch-Distange, und auf den Klingel auch. Also Sie werden das Produkt per Nachname bezahlen, wenn die Ware kommt zu Hause. Und Sie haben die zweimal die volle Programm von Normadex bei uns gestellt mit 156 Euro pro Programm. Mhm. Plus 2 Packungen Normadex mit 20 Euro. Insgesamt also 14 Packungen plus 1 Ketonemeter mit 30 Euro, inklusive Preis 382 Euro. Bestätigen Sie diese Bestellung? Na klar. Ich bedanke mich für ein nettes Gespräch, Herr, und schönen Tag wünsche ich Ihnen. Habt ihr da noch ein paar andere schöne Tabletten? Für welchen Problem zum Beispiel? Das ist egal, einfach irgendwelche also, Herr, Tabletten. Also Herr, es tut mir sehr leid, ich habe das falsch kalkuliert. Kann ich nochmal das... Ja. Einen Moment bitte, es tut mir sehr leid. Ja. Also... Es tut mir leid, Herr, weil die volle Programm mit den 6 Packungen, wo Sie bezahlen für 4 plus 2 Geschenk, kostet 196 Euro. Jo. Das bedeutet 2 mal 196 plus 2 Packungen mit 20 Euro plus die Ketonemeter 462. Ist okay.
Also, für welche Tabletten sind Sie interessiert, Herr? Ist egal, irgendwas noch. Für Bluthochdruck, ja, oder? Ja, sowas kann man auch gebrauchen, ja. Das nehme ich auch. Wir haben für die Bluthochdruck, Blutzuckerwert, für die Gelenkenschmerzen. Ja, haben Sie alles. Vielleicht eine Apotheke, oder? Nö, da kriege ich die immer nicht, wissen Sie. Deswegen wollte ich die ja jetzt mal übers Internet bestellen. Da geht es schneller. Aha. Verstehe ich. Und für welchen Problem möchten Sie die anderen Medikamente haben? Ne, Probleme gibt's ja keine. Ich will ja nur mit ins Essen machen. Ein Moment. Ja. Möchten Sie für die Bluthochdruck oder für die Blutzuckerwert? Ja, nimm mal beides denn, wenn das zwei verschiedene Sachen sind. Wie viel Packungen? Na, habt ihr da auch ein schönes Angebot? Dann nehme ich das. Für die Wellton zum Beispiel, das ist Tropfen, für die Bluthochdruck, das ja. ist mit die 6 Packungen insgesamt. Mhm. Sie bezahlen für 4, 2 bekommen Sie als Geschenk, 156 ja. Euro. Das mache ich dann Und wenn auch. Sie haben Interesse, Sie können auch 2 weitere Packungen mit 20 Euro pro Packung bestellen. Ja, das machen wir. Einen Moment bitte. Und für die Blutzuckerwert? Ja, nehmen wir auch. Also, wir haben auch diese für die Blutzuckerwert, das heißt Cannabisol. Und das ist 196 Euro, 6 Packungen insgesamt. Ja. Plus die mit Promo-Aktion 2 weitere Packungen. Ja. Also mit 25 Euro pro Packung. Ja, das machen wir dann auch. Okay. Mhm. Und etwas anderes, vielleicht für ein anderes Problem? Weiß ich nicht, was kann man denn noch so für Probleme abdecken? Gelenkenschmerzen für ja, die... Ja, das passt auch. Das nehmen wir auch noch. Hondroprost, okay. Ja, machen wir das auch. Moment, bitte. Also, Herr, darf ich etwas fragen, bitte? Haben Sie vielleicht eine Apotheke oder möchten Sie nur das Produkt... Ich will das einfach jetzt online bestellen. Das ist doch einfacher. Muss ich ja nicht hinlaufen. Für Sie selber oder möchten Sie das... bei anderen Personen verkaufen oder? Nee, wie gesagt, ich will das nicht verkaufen. Das ist egal, wenn Sie haben Apotheke zum Beispiel, wir machen andere Angebote für Sie, verstehen Sie mich? Deswegen frage ich Ihnen. Nee, habe ich da Weil nicht. Weil viele Apotheke kauft bei uns. Ja, nee, habe ich nicht. Okay, die Hondroprost ist auch die volle Programm in die 6 ja. Packungen. Ja. Und 2 Packungen bekommen Sie mit 20, okay. Franken, 20 Euro pro Packung, okay? Ja, ja. Also es ist schon wirklich wahnsinnig, dass die jetzt hier einfach weitermacht. Ne? Also das ist ja hier schon wie auf einem türkischen Bazar. Wollen wir da noch ein bisschen was nehmen und was wollen wir denn hier noch haben und da noch ein bisschen was dazu? Und angeblich würden ja da auch Apotheken bei ihr bestellen. Na, ich glaube nicht, dass in diesem komischen Saftladen mit der komischen Beratung jemals eine Apotheke bestellen würde. Schon alleine die Webseite, auf der man den Kram da eingibt, um dann diesen Anruf zu bekommen, die ist ja auch schon mehr als unseriös. Also ich weiß mal nicht, wie die auf so eine Aussage kommt. Das muss die sich hier wirklich ganz frisch ausgedacht haben. Ja, wahrscheinlich wegen der größeren Bestellung wird sie jetzt hier so langsam hellhörig und denkt, ich will das selber verticken und verkaufen. Ja, vom Prinzip her wäre es ja auch egal, wenn es hier so ein tolles Produkt ist, wie sie da erzählt, was ich da letztendlich denn damit mache. Aber schon irgendwie komisch. Sie ist zwar hellhörig, aber sie macht halt trotzdem einfach weiter. Also, ich sage Ihnen, wie viel kostet das insgesamt? Nur warten Sie ein kleines Moment, wenn es fertig ist, oder? Ja, na klar. Also, das, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung. Die volle gesamte Preis ist 1.100, okay? Ja. So, ich mache jetzt eine Zusammenfassung und alles ist in Ordnung. Habe ich heute gesprochen mit Herrn Günther Lutz Distage. Ihre Bestellung kommt innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage nach dieser Adresse, Land. Postleitzahl 12055, Land Deutschland, Stadt Berlin, Straße Braunschweiger Straße, Hausnummer 88. Sie haben 2 volle Programme mit die 6 Packungen Normadex bei uns bestellt, plus 2 Packungen mit 20 Euro pro Packung und Ketone Meta. Ein volle Programm von die Welltone für die Bluthochdruck und 2 weitere Packungen profitieren Sie mit 40 Euro.
Ja. Ein volles Programm von Cannabis soll Diabetiker mit 196 Euro die volle Programm plus 2 als Angebot mit 50 Euro. Ja. Und ein volles Programm von Hondro Frost und 156 Euro und 2 weitere Packungen mit 40. Mhm. Das kostet inklusive Preis alles Programm mit 1100 Euro. Ja, das ist okay. Bestätigen Sie diese Bestellung bitte, oder? Na klar, ja, dann nehme ich das. Okay, ich bedanke mich für ein nettes Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja, bitte? Wie lange dauert denn das, bis das kommt? Innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage. 4 bis 5 Arbeitstage, also das ist dann von Montag bis Freitag so ein Arbeitstag, ja? Richtig. Okay. Ja gut, dann freue ich mich da drauf. Aber haben Sie da vielleicht auch noch irgendwie ein Werbegeschenk von Ihrer Firma, wenn ich jetzt schon so viel bestelle? Habe ich 2 Packungen pro Programm geschickt. Und ich meine irgendwie einen Kugelschreiber oder so. Nein, haben wir nicht. Schade. Na gut. Okay, dann schönen Tag wünsche ich Ihnen und vielen Dank. Jo, tschüssi. Okay, tschüss. Es ist schon wahnsinnig. Und dann gibt man da nicht mal einen Kugelschreiber bei einer Bestellung von Tabletten mit über 1000 Euro. Wenn man schon mal Mehl für 1000 Euro kauft in gepressten Firmchen und in Blister verpackt, extra schön in einem Großkarton verschickt, kriegt man nicht mal ein kleines Werbegeschenk dazu. Man hätte ja schon die Gratispackung bekommen. Naja, gut, beim Marktpreis von Mehl, der ist zwar mittlerweile auch gestiegen und unverschämt hoch, aber naja. Es ist schon irgendwie absolut wahnsinnig, was man da so alles an der Telefonleitung erlebt. Und die halten sich tatsächlich für ganz normal seriös. Ich kann euch nur eindringlich davor warnen, bei irgendwelchen Tablettenbestellungen am Telefon einfach irgendwas zuzusagen. Grundsätzlich sollte man hier lieber in die Apotheke gehen und da bestellen. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall bei der Apotheke des Vertrauens. Oder meinetwegen, wenn es irgendwelche Naturheilmittel sind, dann sollte man da auch großes Vertrauen haben und definitiv immer vorher erstmal die Packungsbeilage lesen. Denn nur weil es ein Naturheilmittel ist, heißt es noch lange nicht, dass da nicht irgendwelche Chemikalien drin sind, die da nicht reingehören. Es ist wirklich Wahnsinn. Also passt schön auf euch auf, wo ihr eure Daten hinterlasst, denn solche Anrufe könnten immer mal die Folge sein. Auch wie zu Beginn mit diesen Trading-Abzockern, die wird man auf keinen Fall wieder los. Diese Pillenbetrüger, die rufen nur ab und zu mal wieder an und fragen, ob man da nochmal was nachbestellen will. Das ist vielleicht nicht ganz so aufdringlich wie bei diesen Trading-Betrügern, aber ärgerlich ist es schon, wenn eure Telefonnummer einmal erst im Umlauf ist. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne den Kanal abonnieren. Ein Abo vom Kanal ist grundsätzlich immer kostenfrei. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal hochgeladen haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.